Moin, hier ist wieder das Autohaus Burmeister in Parchim mit einer Neuvorstellung für euch. Und zwar möchten wir euch diesen VW hier vorstellen. Wir haben hier einen VW T-Roc in der Ausstattung Sport. Dieses Auto ist aus April 2018, hat 41.230 Kilometer gelaufen. Ist ausgestattet mit einem 1,5 Liter TSI-Motor mit 110 kW. 150 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe in einem wunderschönen Blau. Das sehen wir nachher noch mal von der Seite. Dieser T-Roc, schön sportlichen Wabengitter, voll LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Parkdistanzkontroll vorne, VW-like die silbernen Elemente in der Front. Und wenn wir das Fahrzeug uns von der Seite anschauen, ja, SUV in der Kompaktklasse, dunkelblau Metallic, Fenstereinfassung Silber, die Elemente finden wir auch unten in den Türen wieder. Das Auto steht auf Leichtmetallfelgen mit Ganzjahresbereifung. Wir haben Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür eine zusätzliche Eintönung, die gerade jetzt bei den sommerlichen Temperaturen ein zusätzliches Aufheizen des Fahrzeugs verringern soll. Wie ich finde, wirklich in dieser Farbe auch ein sehr, sehr flottes Fahrzeug. Wenn wir uns das Heck anschauen, auch hier haben wir LED-Rückleuchten, Parkdistanzkontroll, die silbernen Applikationen, die eine Doppelauspuffanlage darstellen sollen, sehr schick gemacht. Ja, wenn wir uns den Laderaum anschauen, stellen wir fest, aha, wir haben eine elektrische Heckklappe. Rücksitzbank geteilt, umklappbar mit Durchlademöglichkeit. Doppelten Ladeboden haben wir, den wir bei Bedarf absenken können, um auch nochmal im Rahmen der Variabilität den Laderaum zu vergrößern. Speziell bei diesem Fahrzeug ist noch zu erwähnen, dieses Auto ist ausgestattet mit einer abnehmbaren Hängerkupplung. Also für Hobby, Freizeit und Familie ist gesorgt. Fahrradträger, kein Problem. Caravan kann auch gerne mitgenommen werden. Ja. Die einzelnen Details zu dem Fahrzeug findet ihr in der Videobeschreibung bzw. bei uns auf der Homepage. Folgt uns gerne auf YouTube. Dort findet ihr weitere Angebote unseres Hauses. Wenn euch was gefallen hat, schickt einfach ein Like. Darüber freuen wir uns natürlich auch. So, und jetzt setzen wir uns rein. Kommt mal mit. Ja, wir sitzen jetzt in diesem wunderschönen T-Roc. Er heißt nicht nur Sport, sondern er hat auch sportliche Akzente, die wir in diversen Teils wiederfinden. Wir haben Ambientebeleuchtung in den Türen. Wir haben Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar. Die können wir auch elektrisch anklappen. Wir haben ein Lederlenkrad, Multifunktion mit Fernbedienung, sportlich unten abgeflacht. Unten haben wir Alupedalerie. Wir haben Sportsitze mit Teilleder, mit diesen weißen Applikationen und den roten Ziernähten. Schönen Seitenhalt, ob klein oder groß gewachsen. Wir können uns dort wirklich unsere Position wunderbar einstellen. Schwarzen Klavierlack finden wir im Bereich der Konsolen wieder. Wir haben ABC-Säule und Himmel, auch sportlich. Anthrazit-Schwarz gehalten, alles aufeinander abgestimmt. Sichtpaket mit Regensensor, automatisch abblendbaren Innenspiegel. Und was wir auch hervorheben müssen bei diesem Auto, wir haben ein voll digitales Cockpit. Wir haben eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage bei diesem Auto. Und hier oben, wie man schön erkennen kann, dann den großen Monitor. Darüber läuft die Kommunikation, unsere Grundeinstellung oder so, wie es jetzt hier gerade zu sehen ist, das Navigationssystem. Im Handschuhfach verbirgt sich doch ein CD-Player. Wir haben dann hier im Bereich der Mittelkonsole die Klimaautomatik. Zwei Zonen, rechts, links getrennt. Was noch zu erwähnen ist, wir haben Lenkradheizung, wir haben Sitzheizung, wir haben eine Standheizung. Das hat nicht jeder T-Roc, dieses Auto hat das. Feine Geschichte für die kalte Jahreszeit. Hier finden wir noch einen Mode-Schalter, das heißt, bei diesem Auto können wir uns auf diverse Farbprofile programmieren. Auch spannend, induktive Ladeschale für Smartphone-Geräte, USB-Anschlüsse, alles da. Elektrische Parkbremse, Mittelarmlehne, alles schick, alles flockt. Sehr gepflegtes Auto, nicht runtergerockt. Und wie gesagt, bei diesem Kilometerstand spannend und hochinteressant. Ja, wer auf der Suche nach so einem Fahrzeug ist, ist herzlich eingeladen, dieses Auto bei uns persönlich bei einer Probefahrt kennenzulernen. Wenn ihr Fragen habt, wir sind für euch da. Ruft uns einfach an. Vielen Dank. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt.
Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.